Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier an Pfingsten aus Traben-Tarbach. Und wir haben hier gestartet mit dem Schwan. Hier zeigt er sich nochmal, wo der schläft. Guck mal, den habe ich in eine tiefen Entspannung gebracht gerade. Wow, das freut mich ja. Wie geht das denn? Das fasziniert mich ja gerade, weil als wir hier so den Weg runtergegangen sind zur Mosel, war er gerade dabei, sich zu putzen. Ne? Mhm. Und da habe ich ihm noch gesagt, wir kommen in Frieden. Und deshalb bin ich jetzt gerade so fasziniert, dass er diese Energie da aufgenommen hat. Sieht man ihn noch, dass der tatsächlich jetzt so in einer tiefen Trance ist? Und ins Vertrauen gegangen ist. Vertrauen gegangen ist. Das war auch ein Thema hier beim Mittagstisch noch. Ja. Was machen wir hier eigentlich? Wir sind hier in einem ganz tollen veganen Hotelrestaurant, das du ausfindig gemacht hast. Ne? Internet macht es möglich. Internet macht es möglich. Haben ganz, ganz toll, exzellent gespeist, muss man einfach so sagen. Und du kannst dich freuen auf ein ganz, ganz tolles Wochenende hier im Oktober. Näheres kommt noch. Jetzt nochmal so zur Vorfreude einfach. Was ich aber im Grunde genommen hier mit dir teilen möchte von unserem kleinen Verdauungsspaziergang an der Mosel ist, auf dem Weg hierher haben wir ein ganz tolles Interview gehört von, weißt du noch, wie der hieß? Axel Burkhardt, ein Interview von einem Kongress, wo ich kürzlich auch als Sprecherin dabei war, vom Chronisch-Gesund-Kongress, genau. Und der Axel Burkhardt hat da auch gesprochen. Und er hat da so ein ganz tolles Beispiel genannt. Und das möchte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben. Wir sind ja oftmals so gestrickt in unserer alten Familiengeschichte, weil dieses und jenes ist und war. Kann ich mich jetzt nicht auf meinen Seelenweg begeben? Kann ich meinen Seelenplan nicht entdecken? Kann ich mein Leben nicht so gestalten, wie ich es mir wirklich gestalten möchte? Und nehmen das dann zum Anlass, es uns auszureden, unseren Weg jetzt noch wirklich zu gehen. Und er hat so das schöne Beispiel genannt mit dem Bauer. Ne? Der Bauer, der ja Kühe auf seinem Bauernhof hat. Und die Kühe, was machen die? Die produzieren Mist. Und was macht der Bauer mit dem Mist? Er setzt ihn als Dünger ein. Ne? Ja. Das hat dich auch so fasziniert, dieses Beispiel. Und im übertragenen Sinne auf unser Leben, was bislang war, wenn man das mal als Mist bezeichnen würde. Wenn es überhaupt Mist war. Wenn es überhaupt Mist war, weil es gehörte letzten Endes ja zum Weg dazu. Also wenn ich zurückblicke auf mein bisheriges Leben. Da kann man vieles eben auch als Mist bezeichnen. Das habe ich hier gerade eine kleine Pause eingelegt. Da kann man auch vieles als Mist bezeichnen, wenn ich es jetzt auf mein Leben mal produziere. Ich kann aber auch sagen, und das habe ich letzten Endes auch gemacht, auch wenn ich viele Dinge, die in meinem Leben waren, bislang, wenn ich vor allem in diesen Situationen drin gesteckt habe, in dem Moment natürlich überhaupt nicht als prickelnd, um es mal so auszudrücken, empfunden habe. Aber letzten Endes war dieser Mist, rückblickend gesehen, genau das, was mich auf meinen Lebensweg, auf meinen Seelenweg gebracht hat. Und das möchte ich mit dir teilen. Die Dinge, die du in deinem bisherigen Leben als Mist, um es mal bei diesem Beispiel zu belassen, metaphorisch gesprochen, bezeichnest, genau das sind die Dinge, die du jetzt vielleicht noch nicht siehst, die genau dazu gut waren, um der Dünger zu sein, um deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Weg zu gehen, deinem Herzen zu folgen. Und wann ist da der richtige Zeitpunkt? Jetzt. Immer jetzt. Ja? Also, keine wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen, das ist das Wertvollste, was du hast, ist dein Leben. Und schau mal, was sich da so wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht, was du als in Anführungsstrichen Mist bezeichnest, was du aber gemeistert hast, wo du deinen Weg nichtsdestotrotz gegangen bist und wo du genau mit diesem Thema
ein Mehrwert sein kannst für andere Menschen, wo du ein inspirierendes Beispiel sein kannst für andere Menschen, wo du anderen Menschen genau aus dieser Krise, aus diesem Thema heraushelfen kannst, mit dem Thema, ja, den Mist in deinem Leben als Dünger jetzt einfach zu nutzen, um deinen Seelenplan zu entdecken unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Das ist so meine Pfingst-Sonntag-Nachmittag-Inspiration für dich. Und wir machen hier jetzt noch einen schönen Spaziergang, ne? Mhm. Finden vielleicht auf dem Weg hier noch ein schönes Café, wo wir noch mal kurz einkehren. Was macht der Schwan? Mein lieber Schwan. Mein lieber Schwan, der ist immer noch hier. Ah, so langsam erwacht er noch mal, ne? Nee? Ja? Ja. Da. Ist sich nochmal am Putzen. Ist sich am Putzen. Also ich finde es echt faszinierend. Der war total auf Achtsamkeit. Ne? Mhm. Was passiert jetzt, als wir uns ihm genähert haben? Und ich habe dann einfach nur so eigentlich aus Spaß gesagt, wir kommen in Frieden, und er ist dann so ins Vertrauen gegangen. Und er merkt jetzt einfach, dass wir im Frieden auch hier sind. Und das vielleicht auch noch so eine letzte Botschaft an dich hier. Hab Vertrauen in dich und dein Leben, und hab Vertrauen in dich und deinen wahren göttlichen Kern, das, was in dir ist, was in dir verborgen ist. Entdecke das und lebe das. Entdecke deinen Seelenplan und folge deinem Herzen. Und da werden wunderbare Dinge sich auch in deinem Leben entwickeln. Magst du noch was sagen? Es gibt eine schöne Definition zum Thema Vertrauen. Ach ja, genau. Vertrauen ist der Glaube an die unsichtbare Realität. Sehr gut, danke. Also, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.